So, heute haben wir hier einen Golf 4 Variant mit dem 2 Liter Benziner, 115 PS. Der Motor war schon beliebt im 3er Golf GTI. Gehen wir mal herum. Solides Arbeitstier mit Felgen von serienmäßig damals 14 bis 16 Zoll und ja, recht umfangreichen Motorenausstattung. Das Modell hier gab es erstmals auch mit Xenon. Das hier hat es nicht. Werfen wir mal einen Blick in den Innenraum. Und Schlüssel für die serienmäßige Zentralverriegelung. Und im Innenraum sah es üblicherweise eben so aus. Handschuhfach. Ja. Okay, Motor kurz in den kurzer Blick in den Motorraum. Der 2 Liter Benziner gilt auf jeden Fall als standfest und ja, mehr gibt es da nichts zu sagen. Der Motor gilt als durchdrucksstark. Das Modell hat jetzt ein bisschen einen lauteren Innenraum. Vermutlich ist am Auspuff irgendwas. Aber grundsätzlich fährt es noch hervorragend. Gut, probieren wir mal die Zeit 0 auf 100. Das war's zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal.